Seit Mitte März ist Gold wieder deutlich teurer geworden, hat allein gegen Euro, Franken und Pfund neue Allzeithochs gemacht. Wird es jetzt auch Zeit, in Dollar die Kursziele anzupassen? Das frage ich Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse der HSBC. Ja, Herr Scherer, wenn wir jetzt mal auf den Kurszettel schauen, dann ist Gold rund 300 Dollar teurer geworden in 6 Wochen. Ist es Zeit für ein Update Ihrer Kursziele als technischer Analyst? Hallo Frau Erhardt. Ja, das ist ein gutes Stichwort, sozusagen die Aktualisierung der Kursziele. Es ist tatsächlich an der Zeit aus unserer Sicht. Ja, wir haben oft gemeinsam über einen ganz wichtigen Trigger beim Goldpreis gesprochen. Das ist nämlich der Monatschart des Edelmetalls, den ich als erstes mitgebracht habe. Regelmäßige Zuschauer wissen es. Wir haben argumentiert über eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die wir als unteres Umkehrmuster ausgebildet haben. Und aus dieser Schulterkopf-Schulter-Formation, das zeigt der mitgebrachte Chart und die Pfeile, die ich da reingelegt habe, ergibt sich ein Anschlusspotenzial bis 1670. Mindestanschlusspotenzial, muss ich korrekterweise sagen, denn der aufmerksame Zuschauer weiß das natürlich. Wir haben das Ziel mittlerweile erreicht. Gott sei Dank gibt es im langfristigen Chart auf monatlicher Basis noch einen zweiten Trigger und einen weiteren Kurstreiber. Das ist die Entwicklung seit September 2011, seit dem Allzeithoch bei 1920, die man im langfristigen Kontext als klassische Flaggenkonsolidierung interpretieren kann. Und das ist genau das Kursmuster, das dann perspektivisch über den Tellerrand hinausgeblickt einen Anlauf auf das besagte Allzeithoch bei 1920 eben nahe liegt. Und Sie hatten es in der Anmoderation gesagt, gegenüber anderen Währungen auf Euro-Basis, gegenüber dem britischen Pfund, in japanischen Yen gerechnet, hat das Edelmetall längst diese neuen Rekordstände verbuchen können. Aber eben noch nicht zum Dollar. Und Sie sagen 1920 ist das alte Hoch. Sie sagen aber auch, eine Marke ist da noch viel wichtiger. Das ist die 1800-Dollar-Marke. Warum ist das für Sie im Moment eine wichtigere Marke? Ja, als zweites habe ich den Quartalschart mitgebracht. Und ja, ich breche ja gerne meine Lanze für hohe Zeitebenen, für langfristige Chartbetrachtungen. Solche hohe Zeitebenen, die haben für uns immer den besonderen Charme, dass sie oftmals interessante Details zutage fördern, die einem manchmal im hektischen Tagesgeschäft auf Daily-Basis oder vielleicht noch geringeren Zeitebenen durchrutschen könnten. Und Gold ist im Moment so ein Basiswert, wo man wirklich im langfristigen Quartalsbereich ein solch interessantes Detail ausfindig machen kann. Ganz generell gesprochen ist diese Betrachtung hoher Zeitebenen und die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen für uns eben eine sehr lohnenswerte Vorgehensweise. Jetzt kommen wir noch zur ganz konkreten Situation auf Quartalsbasis. Im Jahr 2011 und im gesamten Jahresverlauf 2012 hat diese Marke von 1800 Dollar pro Unze immer eine Rolle gespielt. Das heißt, wir haben auf Quartalsbasis in diesem Dunstkreis wirklich mehrfach wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Dagegen haben wir nur ein Quartal, nur einmal das bisherige Allzeithoch gesehen bei 1920. Und deswegen oder daran können Anleger diese hohe Relevanz, die hohe Bedeutung der Marke von 1800 Dollar pro Unze erkennen. Es ist nämlich ein wichtiges und, wenn Sie so wollen, gleichzeitig auch das letzte Etappenziel auf dem Weg zum Allzeithoch. Woran hängt es, dass diese Marke jetzt charttechnisch immer noch nicht wieder erreicht wurde? Wie wahrscheinlich ist es, dass das in der aktuellen Krise auch passiert? Denn wann, wenn nicht jetzt? Ja, wann, wenn nicht jetzt? Das ist das exakte richtige, die richtige Steilvorlage derzeit. Ich würde das auch gerne beantworten, erneut mit der Verknüpfung der unterschiedlichen Charts. Wenn man im Monatsbereich an diese Flagge sich zurückerinnert, dann spricht die für ein Erreichen dieses Etappenziels bei 1800 Dollar. Also jetzt liegt der Kurstreiber vor, um diese 1800er Marke tatsächlich zu erreichen. Und das Überspringen der 1800er Marke sorgt dann wiederum
für eine Bestätigung unseres Szenarios, dass man perspektivisch über den Tellerrand hinausgeblickt das Allzeithoch bei 1920 Dollar pro Unze tatsächlich ansteuern wird und ins Visier nehmen wird. Das heißt also, die unterschiedlichen Zeitebenen beeinflussen sich an der Stelle und so kann man über die Betrachtung, über die Analyse der unterschiedlichen Zeitebenen auch immer wieder Rückkopplungseffekte auf den jeweils anderen Chart feststellen. Ein Hilfsmittel nehmen wir uns jetzt mal noch mit dazu, das ist der Philadelphia Gold Silver Index. Der hat es so im Februar, März auch relativ schwer und vor allem die Minenaktien, die eben dieser Index vereint, auch. Jetzt sehen wir womöglich nach den Tiefs aus den Jahren 2016, 18 vielleicht auch ein Tief bzw. den Boden von 2020 gebildet. Ist das so? Haben wir da jetzt eine Bodenbildung? Wo sehen Sie die? Also ich mache es kurz an der Stelle. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass wir im Moment dabei sind, eine mehrjährige Bodenbildung abzuschließen. Der Chart, den ich mitgebracht habe, da habe ich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation eingezeichnet mit der Nackenlinie bei 115 Punkten, also mehr oder minder das Niveau, das wir derzeit aktuell zur Disposition stellen, und wir sind wirklich zuversichtlich, dass diese untere Umkehrformation, dieser mehrjährige Bodenbildungsprozess tatsächlich gelingen wird. Das rechnerische Kursziel aus der Schulterkopf-Schulter-Formation, die ich eingezeichnet habe, ist langfristig gesehen ein sehr sportliches, nämlich 190 Punkte. Ich habe das im mitgebrachten Chart mit dem gestrichelten Pfeil versucht anzudeuten. Also durchaus auch ein sehr sportliches Kursziel, das sich hier im Falle des endgültigen Befreiungsschlages ableiten lässt. Und was uns zuletzt neben der Goldpreisanalyse zuversichtlich stimmt, ist, dass einige Index-Schwergewichte, zum Beispiel Barrick Gold, hatte ich in den letzten Tagen auch im Daily Trading Newsletter analysiert. Einige Schwergewichte haben diese Bodenbildung bereits vollzogen. Also es liegt hier ganz konkret ein Vorbote, ein positiver Katalysator vor, damit hier die äquivalente Weichenstellung auf Indexebene, auf Sektorebene tatsächlich auch gelingen könnte. Also wenn der Goldpreis jetzt anzieht, dann müsste der Philadelphia-Index sozusagen mitgehen, oder ist es eher andersrum? Der Philadelphia-Index erreicht sein Hoch bei 190, wie Sie jetzt so in der grün gestrichenen Linie eingezeichnet haben, und der Goldpreis geht dann mit, oder ist das so ein bisschen die Frage nach Hühnchen und Ei? Ja, es ist so, tatsächlich so ein bisschen Hühnchen und Ei. Für den Techniker wird es mir eher Bauchschmerzen bereiten, wenn der Goldpreis hier was anderes signalisieren würde als die Minientitel. Ja, aber das ist hier nicht so. Beide Chartbilder zeigen im Prinzip eine konstruktive charttechnische Ausgangslage. Und an der Stelle kann man also über die positive Goldpreisentwicklung auch auf eine positive Entwicklung bei den Minentiteln schließen. Jörg Scherer, vielen Dank. Sehr gerne. Also 300 Dollar hat der Goldpreis in den letzten 6 Wochen schon Pi mal Daumen in Dollar gemacht. Aber Allzeithochs gab es vor allem zum Euro, zum Pfund, zum Yen und zum Schweizer Franken. Jörg Scherer von der HSBC sagt aber, neue Allzeithochs nicht ausgeschlossen. Das alte liegt bei 1920 Dollar. Aber zunächst ist die wichtigere Hürde die 1800 Dollar Marke. Da muss es zunächst mal drüber gehen.